Aufgrund des Adressverlustes kann Ihr Paket nicht zugestellt werden. Hast du auch schon mal so ein SMS bekommen? Heute geht es um Cybersecurity, also darum, wie du deine Daten vor Hackern kannst schützen. Die Hacker suchen meistens nach Kreditkarteninformationen oder Passwörtern, die sie dann entweder selber brauchen können oder auf dem digitalen Schwarzmarkt verkaufen können. Du hast das Gefühl, dir kann das nicht passieren. 2023 sind über 50'000 Fälle von Cyberkriminalität gemeldet worden. Das sind ungefähr 5 pro Stunde. Und die Dunkelziffer ist ziemlich sicher noch höher. Die häufigste Form des Hacking ist das sogenannte Phishing. Da wollen Hacker dich beispielsweise über eine gefälschte E-Mail dazu bringen, dass du auf einer falschen Webseite deine Kreditkarteninformationen angibst. Oder sie wollen, dass du unbewusst eine Schadsoftware aufmachst, die dann deine Daten klauen kann. Als Tipp achte vor allem auf Rechtschreibfehler, vorgegaukelte Autoritäten und unbekannte URLs. Wichtig ist, solche Attacken können dich heutzutage nicht nur über Mail erreichen, sondern auch über Social Media, SMS und sogar über Anrufe. Was heisst das jetzt für dich? Erstens, schütze dich mit starken Passwörtern, Zwei-Faktoren-Authentifizierung oder biometrischem Schutz. Zweitens, mach regelmässig Software-Updates, sodass Sicherheitslücken vermieden werden können. Drittens, surf sicher. Sei wachsam und klick im Zweifelsfall lieber nichts an. Viertens, wende dich bei einer Attacke an Experten, beispielsweise im Swisscom My Service. Weitere Infos dazu, wie du dich vor Attacken schützen kannst, findest du auf dem Swisscom Campus. Der Link dazu, der steht in der Beschreibung. Schick das Video an mögliche Betroffene in deinem Umfeld, damit wir diesen Hacker keine Chance geben. Und wenn du kein mehr von unseren Tech-Formaten verpassen willst, dann abonniere unseren Kanal.